Aber ist es nicht so, weil jetzt die FDP regiert ja jetzt nicht, ne? Sind nur Opposition. In Ländern, Opposition, in einigen Ländern. Ja, aber nicht, man spielt noch nicht in der Bundesliga, ne? Spielt noch so Regionalliga eher. Ja, wir sind schon im Bundestag drin, aber wir regieren nicht. Ja, genau. Also schießen halt keine Tore im Bundestag, ne? So. Und dann ist es doch aber total leicht, wenn man eh nicht das Sagen hat, dann zu sagen, ja, das muss alles ganz anders sein, Das ist total leicht, ne? Also wenn man eh nur so da sitzt und immer nur gegen Sachen ist, dann kann man es ja ganz leicht einfach alles so behaupten. Eigentlich für Sachen. Aber nachher, wenn sie dann zusammenarbeiten mit Dings, Merkel, ne, von CDU, dann kann sie ja schon nicht alles machen. Da muss man ja auch sagen, ja gut, dann sagt Merkel, nee, ich will aber, dass die Steuer doch hoch ist. Und sagen sie, nee, niedrig, dann wird sie halt mittelhoch, ne? Naja, es gibt ein paar Dinge, die man essentiell vor der Wahl erklären muss. Zum Beispiel die steuerliche Entlastung ist für uns Voraussetzung, dass man in die Koalition hineingeht. Mhm. Ja, aber wissen das, wenn Sie jetzt erzählen, dass Sie sich vorher fest vornehmen, dass wenn es keine Steuererniedrigung gibt, dann wollen Sie keine Regierung machen. Ne? Ja. Aber was ist denn, wenn zum Beispiel Herr Solms, was ist, wenn der dagegen ist, wenn der sagt, nee, ich will aber einen Kompromiss? Nur Einzelne kann ruhig dagegen sein, die Mehrheit im Bundespartei da entscheidet. Also kann es aber theoretisch sein, dass jetzt die FDP sagt, ja, wir wollen auf jeden Fall Steuern runter. Ja. Und dann entscheiden sie aber auf dem Parteitag kurz vorher, wir machen doch Koalition mit einem, der Steuern hoch will. Ne? Dann verliert man den Rückhalt in der Bevölkerung. Wenn man das im Parteitag eindeutig festlegt, muss man es auch halten. Und das haben wir auch gemacht. Wir hätten ja regieren können. Schröder und Fischer haben uns ja angeboten. Echt? Damals natürlich. Wie war das? Haben die angerufen bei Ihnen? Rot-Grün, die haben Gespräche versucht zu führen. Als Koalitionspartner einzugehen. Wir haben es nicht gemacht. Aber wie ist das? Wir haben vorher mal gesagt, wir setzen Rot-Grün nicht fort. Ja. Haben wir nach der Wahl gehalten. In Hessen haben wir gesagt, wir machen es nicht mit Rot und Grün. Haben Wort gehalten. Nach der Wahl haben wir über 16% erreicht. Also weniger halten zahlt sich aus. Die Bürger wollen Klarheit. Aber wie war das denn damals? Hat dann der Gerhard Schröder angerufen bei Westerwelle und gesagt, ah, Guido, wollen wir nicht vielleicht zusammen? Ja, Guido, nee. Und dann hat Joschka noch mal angerufen und versucht. Nein, bei Ihnen? Der erste Annäherungsversuch war ja im Fernsehen schon, bei der berühmten Runde nach der Bundestagswahl, wo man Eindruck hatte, dass Schröder bis ins Glas tiefer hinein geblickt hatte. Ja, oder Drogen genommen hat, ne? Kokain. Ob das oder Dings, weiß ich nicht, ich vermute eher, dass es im Bier war. Na, Ecstasy, das war eine krasse Ecstasy mit den Augen auch. Ja, also ich tippe eher auf Wein oder Bier. Und das war ja schon das erste Angebot in dieser denkwürdige Diskussion nach der Wahl. Und das zweite Angebot? Na ja, gut, das habe ich so im Detail jetzt nicht zu berichten. Aber die rufen dann bei Westerwelle an, oder? Die rufen an oder sie begegnen sich. Da gibt es verschiedene Wege der Kommunikation. Die hält man ein bisschen vertraulich. Warum? Man kann nicht alles nur öffentlich darlegen. Wenn sie sich mit ihrer Freundin treffen, tun sie auch nicht in Zeitung setzen. Ja, aber wenn meine Freundin und ich jetzt beschließen würden, ob wir vielleicht zusammen regieren, das Land regieren, dann würden wir schon der Öffentlichkeit das Ergebnis auch erzählen. Ja, ne? Das Ergebnis ja, aber jedes Gespräch, jedes Flirt mit ihrer Freundin würden wir wahrscheinlich nicht öffentlich erzählen. Ja, kann ja nicht jeder Clip sitzen. Gibt auch manchmal halt Clips, die sind nicht so gut geworden. Dann könnt ihr gleich hier weiter, nächster wird besser oder was völlig anderes oder hier abonnieren. Ihr habt die Wahl, ihr seid die User, ihr seid das Internet.